Hallo Leute und willkommen zurück zu Civ 6. Ja, dieser Apostel, der hat uns verjagt. Er hat leider die Fähigkeit des Mutant und ja, hat einen unserer Gurus gekillt. Ein Apostel hat hier seine letzte Ladung verbraucht, damit er nicht erwischt wurde, und ein weiterer Apostel ist hier auf dem Rückzug. Wir machen weiter. So. Er kann als Sanitäter fungieren. Haben wir halt auch noch einen Guru. Ah, wir ziehen uns hier mal ein bisschen zurück. Ausruhen. So, erstmal Quellen beschaffen. Jawohl. Und was ist da passiert? Warum haben wir einen Händler, aber keinen freien Handelsweg? Ich schaue gerade, ob hier irgendwo was beschädigt aussieht, aber ich sehe nichts. Mal eine Runde abwarten. Ein Gouverneurstitel. Okay, Symphonie wird relevant im Atomzeitalter und das dauert noch mindestens 39 Runden. Wo ist der Moschka? Unser Bischof. Ja, er arbeitet entfernt vom theologischen Geschehen. Magnus ist ja. Ah. Also Pingala Stipendien ist halt ja simpel und gut. Das 100% in der Stadt generierte große Persönlichkeitspunkte bestätigen. So, und dort noch eine Pyramide. Es ist gut, dass unsere Beziehung auf der Stärke aufbaut, die Geheimnisse anderer Völker zu kennen. Wir haben die Agenda Gerüchte erfüllt. Will alles über jeden durch Freundschaft, offene Grenzen und so weiter erfahren und mag es wahrscheinlich, wenn andere das auch tun. Oh, aber das glaube ich aber nicht, dass das so ist. Es freut mich, dass ihr mich als obersten Herrscher des Planeten akzeptieren wollt. Es wird bereits gemunkelt, dass meine Zeit bald kommen wird. Also was man in deiner Blase so munkelt, ich weiß ja nicht.
Jawohl. Also worauf hat er sich das jetzt eingebildet? Der Wakshanil Ayah von den Maya. So, Handelswege einrichten. Nach Gold sortiert. Ah, das sieht nicht so attraktiv aus. Ja gut, aber 16 Gold. Und okay. Okay. War gar keine Allianz. Aber wir hätten das nicht machen sollen. Oder wir kriegen da jetzt noch eine Allianz hin. Botschaft errichten. Okay. Mann. Okay. Weil spätestens wenn wir die Diplomatie haben, dann geht halt nochmal die Produktion und die Nahrungsmenge, die wir für Handelswege zu Verbündeten bekommen, deutlich nach oben. Und dann mal dahin. Oh, Wilhelmina tritt der Geheimgesellschaft Leeressänger bei. Bei Runde 224. Wilhelmina hat Big Ben abgeschlossen. Eine Stadt benötigt Nahrung, okay. Ja. Sicherheitliche Mauern. Wir sind ja jetzt damit beschäftigt, Mauern zu bauen. Solange wir es noch können. 14 von 14 ist etwas merkwürdig. Eine Aufladung. Ja, ruhig da eine Pyramide und dann können wir hier Spezialbezirke bauen. So. Sind wir immer noch verfolgt? Ich glaube nicht. Ob wir werden jetzt hier echt in Ruhe gelassen. Einmal dahin. Alles im Auge behalten. Ah, Spezialbezirk. Spezialbezirk. Ah. Oder da die Pyramide bauen. Moment. Können wir da einen Spezialbezirk reinsetzen? Angrenzender. So.
Da sind wir alleine vorherrschend. Ja, wir können mit dem einen Apostel religiösen Druck, fremdreligiösen Druck deutlich verringern. Könnten wir hier vorankommen. Aber wenn da der Disputant kommt, dann brauchen wir ja hier vor Ort alles, was wir mobilisieren können. Mal ausruhen. Ich hab rebelliert bald. Um den dunkles Zeitalter. Ja, dunkles Zeitalter. Okay. Das Pantanal ist die komplexeste intertropische alluviale Ebene des Planeten und vielleicht das am wenigsten bekannte Gebiet der Welt. Rubien wagt sich in Gewässer, die zuvor nur wenige erblickt haben, und umsegelt die Welt. Okay. Chemiker stottern meistens nicht. Es wäre auch mehr als schlimm für sie, denn wie sollten sie je Wörter wie Methyl-Ethyl-Amylophenyl aussprechen? So. Hier einfach ausruhen. Allianzstufe gestiegen. Militärallianzstufe 2. 15% Produktionsbonus für Militäreinheiten. Wenn wir oder unser Verbündeter im Krieg sind. Ist er gerade im Krieg? Ja, gegen die Maya. Okay. Ja, Schall werden wir jetzt noch nicht erforschen. Wir sind ja noch dabei, die Mauern hochzuziehen. Aber wir können ruhig Computertechnologie erforschen. Forschungslabor? Nein, Renaissance-Mauern. Und hier auch. Dort auch. Und so weiter. Oh, der Schwion, der muss fliehen. Fuß. Mission von Wack. Kapnal ist fehlgeschlagen, aber der Schwion konnte nach der Entdeckung entkommen. Okay. Ja, für die zwei Naturwunder haben wir auch jeweils einen Zeitalterpunkt bekommen. Stammesdorf entdeckt. Na gut. Ja, hier könnten wir theoretisch noch Siedlungen bauen. Schauen wir mal, sobald die Mauern abgeschlossen sind. Magnus, die Förderung dran. Aussorger? Nein. Also mit der Beförderung, da würden wir dort keine Bevölkerung verlieren, wenn wir dort einen Siedler bauen.
Einmal dahin. Eine nächste Pyramide. Die Freistadt. Wir haben ja unseren Handwerker erobert. Okay. Ah, der wäre aber nicht stark genug. Ja, um ihn jetzt zu finishen, lassen wir das. Also, die Renaissance-Mauern. Ja, auch. So, Handelswege 13 von 14. Ja, wir bräuchten hier halt eine Freundschaft. Mündet mit einem Feind. Ja, schwierig. Ja, dann einmal dahin. Oder hier. Ja. So, einmal die Bossen überprüfen und da können wir wieder Handel treiben. Nein, gar nicht wahr. Ich habe mich verguckt. Also wir können doch schon Handel treiben, aber wir können nicht kaufen. Wir können einfach so einkaufen hier. Aale und Tabak. Down. Aale für ein Öl und die gibt uns schon noch Gold. Noch mehr? Okay. Ja, einmal Wale und 690 Gold. Okay, und dann haben wir noch Tabak. Kaffee? Moment, nochmal schauen. Kaffee haben wir selbst. Jetzt bin ich durcheinander gekommen.
Wir brauchen Tabak. Tabak. So. Oh, die haben ganz viel Öl. Aber kein Aluminium. Okay. Dann haben wir das. Weiter geht's. Ich schieße nochmal weiter auf die Stadtmauer. Abstehen. Oh. Ah, wir sind im Krieg mit, ja. Ja. Das war natürlich blöd. Hätte ich die Inquisitoren kurzzeitig in die Stadt stellen sollen. Wir schießen jetzt noch einmal mit der Stadt. Mit dem anderen Bogenschützen holen wir uns dann den Handwerker wieder. Nicht Bogenschützen, Amor-Schützen. Ja, noch geht's nicht. Hauptsache die Niederländer nehmen jetzt nicht die Stadt noch ein. Dauert halt auch nicht mehr lange, bis wir das ja loyalitätsmäßig gewonnen haben. Die Runden. Nee, nicht vier. Sechs Runden. So. Renaissance bauen abgeschlossen. Und wir können dann ja, ruhig noch einen Bezirk bauen. Ja, Theaterplatzbezirk. Ja, halt mal was ganz Neues. Weil die Stadt auch noch keine heilige Stätte hat. Mal tauschen. Jawohl. Bus fliehen. Und Technikbonus gestohlen. Jawohl. Ah, okay. Das Heurika für Stahl. So, einmal heilen.
Ja, dass der Kong und goldenes Zeitalter erreicht hat, Wahnsinn. So. Irren ist menschlich. Aber wenn man etwas so richtig falsch machen will, braucht man einen Computer. Ah, darum sollten wir uns kümmern. Stahl, warten wir noch. Okay, Bomber und Kampfflieger, die kosten Aluminium. Falls uns doch mal jemand blöd kommt. Renaissance-Mauern abgeschlossen. Ja, wir könnten jetzt hier die Siedler bauen. Ja, Loyalitätsdruck ist jetzt erstmal egal. Und. Ja, oder hier. Und dann die Siedler kaufen. 1640. Chat wächst ja. Versand. Annehmlichkeiten ist halt noch ein Problem, aber. Soll ich halt hier noch einen Spezialbezirk und dann New Deal reinwerfen demnächst? Ja, kaufen wir uns hier Siedler. Gehen dann darüber. Hoffentlich sind dann dort keine Barbaren. Aber hier haben wir halt auch Wüste, was für uns perfekt ist. Und dann können wir hier. Forschungslabor, Bank, Börse. Können wir uns alles leisten. Wir können auch noch einen Spion rekrutieren. Ah. Aber so. Und hier noch die Renaissance-Mauern. Und dann wird Hochwassersperre auch ein Thema. Ah, da wird gesagt 99 Runden, aber wird immer schneller gehen. Okay. Ja, Wahnsinn. Gut, das ist halt jetzt in Kombination mit dem goldenen Zeitalter. Ansonsten denke ich mal, hätten wir sie jetzt. Bei gleichem Zeitalter. Bin total unzufrieden. Boah, das ist heftig. Ja, so eine große Stadt. Unzufriedenheit. Okay, gut. Ja, da machen wir beim nächsten Mal weiter. Macht's gut, Leute. Bye, bye.